Social Traffic und das neue Tool von Google Analytics. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn man sich schon in den Social Networks rumtummelt für die Firma und dort Links setzt, dann möchte man natürlich auch wissen, ob die wirklich was bringen. Denn schlussendlich ist ja Community Management oder Social Media Marketing auch ein Traffic-Generator, das heißt, ich muss Besucher auf meine Seite draufbringen, muss mir anschauen können, was die angeschaut haben und so weiter. Und genau das hat nun Google Analytics integriert im Tool drin und das schauen wir uns kurz an. Ich bin hier bei Traffic Sources, dann gehe ich hier auf Social, das ist der neue Punkt, und komme hier auf Overview. Das ist das, was ich hier sehe. Ich sehe den totalen Besucherstrom, den ich hier drauf habe, sehe hier, wie viele über die Social Networks kommen. Das sind so irgendwo zwischen 5 und 10% in unserem Fall. Die Conversions, die habe ich hier auch. Und kann dann hier unten erkennen, über welche Social Networks eben am meisten gelaufen ist. Von Facebook bis Lightshare haben wir 145 bis zu einem Besucher gehabt in der Zeitperiode drin. Ich gehe dann auf Sources, habe das hier ein bisschen mehr im Detail. Oben die Kurve über die Social Networks, also die Besucher, die über Social Networks kommen. Und kann mir jetzt da auch anschauen, was dann angeschaut wurde. Ich scrolle hier mal runter. Über Facebook kamen also die meisten Besucher auf diese Landingpage hier. Das ist ein Detail-Videoseite. Dann hier auf die Startseite und so weiter. Wenn ich mir die Pages dann anschaue, welche in letzter Zeit am meisten Besucher generiert haben, also nicht nur von Facebook, dann sind das diese hier, Startseite, was sicher auch positiv ist. Und hier sehe ich wieder diese Detailseiten, hier Newsseite zu Comax, unser Web, ein Breakfast. Interessant, ich weiß also, was hier gelaufen ist über einen gewissen Zeitraum, kann dann wieder die umgekehrte Seite anschauen, sehe, wie viele Besucher über welchen Kanal auf, in dem Fall die Startseite, kamen und merke jetzt beispielsweise, dass Twitter nur gerade 3 Besucher geliefert hat und LinkedIn beispielsweise doch 10, obwohl das hier nicht so verbreitet ist. YouTube doch 19, was ich erstaunlich finde, das sind die Links in meinen Videos drin. Sogar Slideshare hat einen Besuch gebracht. Google Plus fehlt hier im Moment komplett. Dann den letzten Punkt, den ich hier anschaue, ist der Social Visitors Flow. Das sind die schönen Grafiken, die Google uns hier zur Verfügung stellt. Auch hier sehe ich wieder, über welchen Kanal meine Besucher reinkommen, was dann der zweite Schritt war, den sie sich angeschaut haben. Beispielsweise hier auf die Startseite, das ist das, was als erstes gelandet wurde, dann hier zum Team weiter, beispielsweise dann hier die Geschäftsleitung. Und wenn ich mir jetzt anschauen will, was dann diese Besucher noch weiter gemacht haben, kommen sie dann aufs Projektteam. Hier natürlich müsste ich auch die ganzen Konversionen rauslesen können, gab es jetzt bei uns in dem Fall keine, ist also auch ein Zeichen, keine Konversion über einen Monat über die Social Network Verlinkungen, aber wie gesagt, ist natürlich immer ein Thema von der Customer Journey, kann natürlich sein, dass die vielleicht beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal über die Social Networks auf unsere Seite gestoßen sind und erst beim vierten oder fünften Mal, wenn sie bei Google gesucht haben, beispielsweise, dann eben unser Kontaktformular ausgefüllt haben und so eine Conversion generiert haben. Aber immerhin sehe ich hier sehr genau, welche Social Networks wie viel bringen, wo ich den Fokus setzen soll. Finde ich doch interessant. Sind es nur Besucher, die einfach vorbeikommen, weil es Freunde sind, oder sind es auch wirkliche Kontakte, die mir dann Lead generieren? Das ist das, was ich hier rauslesen kann. Würde mich interessieren, ob ihr es nutzt, dieses Tool. Kommentare wie immer hier, wenn es euch interessiert hat, dann könnt ihr es hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.